Ja, mein Kanal heißt Förster Klaus, weil ich tatsächlich Förster bin. Und wie man es unschwer hört, irgendwo in Süddeutschland. Nicht wahr? Hallo, das Rätsel letztes Mal war, wie heißt die Baumart zu diesem Blatt? Da waren sogar noch größere Blätter. Also, die Baumart ist die Eiche. Was? Die Eiche? Ja, aber die Roteiche oder im Volksmund auch amerikanische Eiche genannt. Denn ihre Heimat ist tatsächlich Nordamerika, da kommt sie vor, in den Appalachen, großer Gebirgszug dort, aber auch in anderen Gebieten. Pollenanalysen vor der Eiszeit haben ergeben, dass die Roteiche sogar hier mal bei uns gewachsen ist, aber dann mit der Eiszeit ausgestorben ist. Also ein Reimport, wenn man so will, aus Nordamerika. Die Roteiche wurde hier und wird auch noch gepflanzt und man sagt ihr gute Verträglichkeit bei Sommerhitze nach. Roteiche nicht verwechseln mit dem Rätsel von einem Waldflock von vor ein paar Tagen. Blatt sieht ähnlich aus. Jetzt haben wir sie sogar vermischt. Ich lasse mal die Roteiche runter. Das ist das andere Blatt. Das ist die Elsbeere. Genau. Aber Rätselslösung war die Roteiche. Und jetzt viel Spaß beim Zweiteiler, die Gelbbauchunke. Ja, hier ganz entspannt in diesem Mini-Tümpel, da sonnen sich gerade zwei oder drei Froschlurche, richtig. Und da war es an meinem Waldflock, ich glaube Laichschnüre hieß er, ging es ja darum, wir haben Kröten und wir haben Frösche und wir haben die Unken. Und die letzte Gruppe da davon, die Unken, haben wir hier. Es handelt sich nämlich hier um die Gelbbauchunke. Ja, so von der Ferne sieht es aus wie ein brauner kleiner Frosch. Ist ja auch ein Froschlurch. Aber die Gelbbauchunke ist besonders, sie ist nämlich selten und sie hat Ansprüche an ihr Habitat, also an das Gewässer, in dem sie ableicht. Die Anforderung an ihr Habitat, nämlich an das Brutgewässer, wo dann auch der Laich abgelegt wird, sind nämlich, dass das Rohboden ist. Rohboden? Was heißt denn das, Förster Klaus? Gemeint ist, dass das Gewässer sind, die ganz neu sind, die ganz frisch sind. Also nicht alte Tümpel oder alte Weiher oder Teiche, sondern ganz frisch entstandene. Da ist sie wählerisch oder ihr wisst schon, im Schwäbischen schleckig. Das macht's. Und bei uns ist sie eine FFH-Anhang, ich glaube 4-Art. Es gibt Anhang 2 und Anhang 4. FFH, Fauna-Flora-Habitat. Also das bedeutet ganz streng geschützt, auch von der EU, weil die Gelbbauchunke so selten in Europa ist. Und dafür kommt sie bei uns in Süddeutschland relativ oft vor. Und dann haben wir natürlich auch eine Verantwortung für solche Tiere. Und deshalb haben wir dieses Kleinbiotop hier, so ein Mini-Tümpel, weil die ja nur ganz frische Gewässer nimmt, wo dieser Rohboden drin ist, wo noch keine Gegenspieler drin sind, also Fressfeinde für die Kaulquappen von der Gelbbauchunke drin sind. Deshalb haben wir das auch extra baggern lassen, beziehungsweise da war der Bagger ohnehin da bei uns und hat den Weg hier hinter euch gerichtet und dann hat er mit zwei, drei Baggerlöffeln das ausgehoben. Und das war im Winter oder Ausgangswinter und jetzt im Juni ist sie da und sie balzen auch und werden bald ihren Laich ablegen. Man sieht bei der Gelbbauchunke, wenn ihr ganz genau hinseht, dass die Pupillen herzförmig sind. Und sonst ist sie ja schon ziemlich warzig, wie so eine Kröte, aber in dem Fall keine Kröte, wie man es den Kröten so nachsagt, gell, aus dem Märchen. Nee, es ist eine Unke und wie gesagt, die Pupillen, vielleicht sieht man es, sind herzförmig. Ich gehe mal ganz nah ran, vielleicht wird es dann aber auch unscharf oder die Unke hüpft einfach weg, weil ich ihr zu nah bin.
So, und hier in dem Suchbild, da seht ihr jetzt schön zwei Froschlurche, nämlich einmal einen echten Frosch und einmal eine Unke. Habt ihr es gefunden? So, hier ein Grünfrosch. Ja, wahrscheinlich kleiner Teichfrosch oder so. Das ist ein bisschen schwierig zu erkennen, so aus der Distanz. Und hier sitzt die Gelbbauchunke.